Ist komplett und alle warten gespannt. Aber das ist keine Überraschung. Es ist Renntag. Alfa Romeo hat die Erwartungen im Qualifying erfüllt. Wenn sie so weitermachen können, steht ihnen ein gutes Rennen bevor. Red Bull hat während des Qualifyings eine spektakuläre Leistung hingelegt. Jetzt wollen wir mal sehen, ob sie diese heute bestätigen können. Wir haben hier heute sonniges Wetter, allerdings lauern einige Wolken, die den Teams später einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen könnten. Das wird sicher ein Spektakel. Und wir haben Plätze in der ersten Reihe für das heutige Rennen hier in Silverstone. Ich hoffe, dass uns der Wettergott wohlgesonnen ist, aber da sind tatsächlich einige Wolken über dem Starterfeld aufgezogen. Und da ist Valtteri Bottas. In der ersten Hälfte des Feldes ist doch so einiges möglich. Norris weiter hinten in der Aufstellung. Vielleicht nicht so nah an der Spitze, wie erhofft, aber wir wissen, dass sich die Positionen in den ersten paar Kurven sehr ändern können. In wenigen Augenblicken geht es los. Halten Sie sich gut fest für den großen Preis von Großbritannien. Das Startsignal erlischt und los geht's. Safe fuel. Yeah, take it easy. Yeah, confirm. Lift core increased, please. You got it. Okay, back off. All good. Da ist Leclerc. Fox. Yeah, confirm. Happy to box at the end.
Take it back off. Copy. Energy's good. Confirm. Use overtake. Yeah, confirm. Good job. Eine Position gut gemacht von Alfa Romeo. Good job, keep pushing. That would be 5 laps. Doing a good job. Alfa Romeo hat gerade einen Platz gut gemacht. Passiert ist. Achtung, da ist Leclerc. Der Wagen gerät in Schleudern. Was für eine Katastrophe. We think we can lean on the tires more. Confirm. Last lap. Max Verstappen geht als Erster über die Linie und gewinnt. Okay, and check a flag. Good job. Ferrari hat gerade einen Platz aufgeholt. That's checkered flag. Yeah, good job, everyone. Well done, that was a tough day. When you stop, it would be P1. Wait 5 seconds and then P0. This is good, come on.
Ein recht passables Ergebnis von Valtteri Bottas hier. Dieses Wochenende lief es gut für Alfa Romeo, aber ich denke, sie werden vor dem nächsten Rennen genau überprüfen, was sie verbessern können. Das Team arbeitet solide und wird die Probleme in den Griff bekommen. Hoffentlich sehen wir in nächster Zeit bessere Resultate von ihnen. Am Ende des Wochenendes steht der zweite Platz in der Konstrukteurswertung für Sie zur Buche. Beim nächsten Mal rasen die Teams mit Vollgas durch die Wälder der schönen Steiermark. Der große Preis von Österreich steht unmittelbar bevor.